Hallo, liebe Golfer, mein Name ist Frank Rollinger, ich bin Golfmethodenentwickler. Wir hatten mal einen Präsidenten eines Golfverbands, der hat auf seiner Webpage geschrieben, er unterrichtet nach keiner Methode, sondern nach dem individuellen Golfschwung. Und er wusste nicht, lange Zeit nicht, lange, lange Jahre nicht, dass ich jede Bewegung, wenn ich sie nach Kernprinzipien definiere und dann natürlich auch Varianten unterscheiden kann, welche nicht unbedingt das Kernprinzip oder nicht verändern, dann kann ich jede Bewegung einer Methode zuordnen. Ja, also da sieht man mal, wo die Diskrepanz ist und woher, warum wissen das so viele nicht? Warum ist das im Golfbereich so ein, wie soll ich sagen, ein Darkroom, ja, also Topschlag. Ich habe noch einen guten Freund aus Los Angeles und Arzt, der sagte zu mir, Frank, du darfst alles machen, aber du darfst nicht sagen, dass man sich anders bewegen muss. Dann sage ich, du, warum soll ich das nicht sagen dürfen? Ja, das wären die ganz sensibel, ganz empfindlich. Dann sage ich, da kann doch ich nichts dafür. Das ist doch hier kein Kinderfasching. Ich muss doch Bewegungen, muss ich doch nach Kernprinzipien unterscheiden. Dann kann ich Varianten identifizieren und erst dann kann ich Bewegungen einer Methode zuordnen. Und so denke ich, so arbeite ich, so bin ich ausgebildet. Und wenn andere so nicht ausgebildet sind, dann muss ich darauf keine Rücksicht nehmen. Ich habe einen anderen Freund aus Wien, auch Arzt, und der sagt, da müssen wir durch. Das hat mich beeindruckt. Ja? Und ich hatte mal Unterricht, ich habe mal einen Milliardär Unterricht gegeben, oder mehrere Milliardären, aber einer aus Deutschland. Und der sagte, Frank, dranbleiben. Ja, er selbst folgt komischen Idealen. Also das muss ich nicht beurteilen. Ja, also von der Thematik her, wenn ich Methoden oder Bewegungen, Methoden zuordne, dann kommt sehr schnell dabei heraus, wie viel Teilbewegungen eine Methode hat. Also das kann ich ja grob bewerten wenn es keinen 3D-Bewegungscode gibt, dann kann ich das nach Zeiteinheiten einteilen. Also wenn jetzt der Golfschwung 2 Sekunden dauert, dann untergliedere ich diesen Schwung nach Millisekunden und kann dort diese Teilbewegungen zählen. Spannend eigentlich, aber so denken wir. Und jetzt kommt's ja. So denkt die Industrie. Also wir folgen ISO 9000, wir folgen Managementmethoden, Six Sigma, wobei es nicht so geschwollen ist im Golf. Da müssen wir nur Kaizen, also ständige Suche nach Verbesserungen, denken. Und das ist natürlich ein Vorteil, wie wenn man halt sagt, du bist gut, dann bin ich auch gut. Also so geistlicher Inzest, das mag ich ja gar nicht. Aber so ist es halt. Und ich werde immer gefragt, ja, Frank, warum bewegen sich die Golflehrer so langsam? Das ist natürlich ein schwieriger Akt. Also wenn der Verband von denen sagt, ihr müsst morgen rosa Unterwäsche anziehen, weil mit rosa Unterwäsche seid ihr nur ein Lalalalalala-Pro. Dann machen die das. Was mich auch im Prinzip in diesem Geschäft aufregt, ich hatte mal einen Freund, wir sind heute nicht mehr befreundet. Er hat sich verändert, brutal. War unerträglich, also auch Tierquäler und so weiter, was da alles rausgekommen ist. Aber egal, der wiederum, mit dem war ich auch mal irgendwo in Österreich für ein Pro-Am und der hat natürlich seine Karte nicht gespielt. Und jetzt ist er knapp 60 oder 60 geworden und jetzt kriegt er plötzlich die Qualifikation, die er mit der Karte hätte spielen müssen. Also er ist jetzt ein Lalalalalalala-Pro. Also ich schwöre hier, es wird bei uns nie eine Qualifikation wegen Alter geben. Nie.
Also, ich kann doch nicht sagen, weil ich jetzt 5000 Golf Medical Stunden besucht habe, mit begleitet habe, auch die Leute, die Ärzte ausgebildet habe. Jetzt bin ich Dr. Med. Nein, das ist ein akademischer Titel, das ist geschützt. Das kann ich doch nicht verteilen wie Faschingsgutzele. Ja? Also ich kann doch nicht jemand eine Qualifikation wegen Alter geben. Also das ist das Doofste, was ich jemals erlebt habe. Und der ist jetzt la 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 Bro. Und das ist für mich ekelerregend, abstoßend, widerwärtig. Weil das ist ja keine Qualifikation. Also ich habe ja akademischer Titel. Ja, heute macht man ja Bachelor und dann Master. Ich habe noch ein Diplom. Bin auch Gott froh, dass es ein Diplom ist, weil das ist eine deutsche Qualität und Bachelor und Master macht man nur wegen den Amerikanern und wegen den Engländern, damit die und Kanadiern, damit da die Qualifikationen besser vergleichbar sind. Aber wir haben dort nachgegeben. Also einmal war es auch so, dass einer aus Österreich einen Kurs bei uns besucht hat in Österreich, Mallorca. Und sagte zu mir dann, er wollte mich unter Verzug setzen, du hast mir versprochen, dass ich Golf Medical Coach werde. Nein, habe ich nicht. Doch, nein, habe ich nicht. Doch, ich werde dich überall schlecht machen. Das ist mir egal, kannst du machen. Wir geben nur Golf Medical Coach an Ärzte, die bei uns eine Verbindung gemacht haben. Weil um Golf Medical Coach zu sein, braucht man die Qualifikation als Arzt. Und nicht als österreichischer Bergbauer. Das geht nicht. Ich mache es nicht. Auch ist es so bei den Golf-Physio-Coaches. Wir haben Wettbewerber, die bauen auf einer pathologischen Methode auf. Das würden wir nie machen. Also da wäre ich raus. Wenn unsere Methode pathologisch wäre, wäre ich raus. Unsere Methode ist Gott sei Dank gesund. Also die bilden auch Leute aus, die Werkzeugmacher gelernt haben und geben denen einen Titel zum Golf-Physio-Coach. Das machen wir nicht. Also Geld ist das eine, aber Konsequenz und ist das andere. Das ist bei uns eine wertvolle Ausbildung. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich irgendeinem besseren Greenkeeper eine Golf-Physio-Coach-Qualifikation gebe. Nein, no. Weil er kein Physio-Coach ist. Physio-Coaches, die können therapieren. Die haben jahrelang, und sie werden ja wirklich mit ihren Fortbildungen gequält, die müssen, ob das jetzt Dorn-Methode oder Schlag-mich-tot ist, das haben die ja jahrelang gelernt. Ein Werkzeugmacher oder besserer Greenkeeper, der kann ja überhaupt nicht therapieren. Dann kann ich doch dem nicht den Titel Golf-Physio-Coach geben. Da sind wir sehr konsequent und auch sehr klar. Und ich habe schon gibt es bei Masseuren, ja, also Massage gehört bei mir auch zur Therapie dazu. Wenn es jetzt jemand ist, der therapeutischer Masseur ist und das qualifiziert gelernt hat, okay. Ja, also da gibt es auch im Prinzip eine gewisse Bandbreite. Aber auf gar keinen Fall ein Werkzeugmacher, auf gar keinen Fall ein Greenkeeper, auf gar keinen Fall ein Clubfitter. Kommt nicht in die Tüte, weil unsere Fortbildungen wertig sind. Die haben einen Wert. Da steckt Qualität dahinter. Und für diese beiden Berufsgruppen brauche ich eine Vorbildung. Anders ist es beim Golf Super Performance und Herz Pro nach Core Balance Free Release. Also wir sind und es gibt nichts anderes. Also wir haben nichts anderes gefunden als unsere Methode, die gesund ist. Ja, das haben ja auch andere untersucht. Da gibt es ja Maxi-Studien drüber. Also wir haben ja das ganze PubMed durchforscht. Und wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, du, ich will Golflehrer machen, dann muss der bei uns nicht 3 Jahre lernen. Er sollte, sag jetzt mal, schon ein bisschen Bewegungstalent mitbringen, er sollte fit sein. Also, das ist so eine Grundvoraussetzung. Und dann muss er ein, zwei Kurse bei uns besuchen, aber dann kriegt er den Titel, wenn er die
Ablaufprozesse besteht. Also wir gehen jetzt nicht auf den Platz und machen einen Ability-Test. Das interessiert uns nicht, weil da ist ja natürlich viel Glück dabei, wo der Ball landet, sondern wir messen dann mit Radarwerten. Also mich interessieren nur Radarwerte, Ergebnisse, Messungen. Wie oft kann er den Schwung wiederholen und natürlich Video. Ja? Folgt er strikt den Teilbewegungen der Core-Balance-Free-Release-Methode? Also das nennt man Wertigkeit. Und dann muss er natürlich eine Lehrprobe machen. Und bei der Lehrprobe muss er aufzeigen, welche unterschiedlichen Didaktiken gibt es. Die alte Methode kann man nicht teilmethodisch unterrichten, weil dort kein 3D-Bewegungsnavigationssystem vorhanden ist. Also für mich ist das unterirdisch. Wie soll ich sagen? Das ist Betrug am Kunde. Warum ist es Betrug am Kunde? Weil der Kunde kann die alte Methode auch nach 40 Jahren, auch als wenn man der Sportlehrer ist, dann am Gymnasium, nicht nachvollziehen. Da kannst du Albert Einstein sein und du kannst das nicht nachvollziehen, weil diese Methode keinen 3D-Bewegungscode hergibt. Also 3D bedeutet Länge, Breite, Höhe, dann vielleicht noch Tempo dazu, also vielleicht sogar 4D. Das gibt die nicht her. Und dann kann ich auch keine Wiederholbarkeit umsetzen. Es geht nicht. Völlig unmöglich. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Fehlern. Was sind Fehler für uns? Also, wir sprechen ja jetzt nicht von Patten, von Chippen und auch nicht von Bunkerschlägen, sondern vom vollen Schwung. Ein Fehler ist, wenn der Ball nicht im rechten Winkel getroffen wurde. Also zieht man durch den Ball eine Achse, kann man ja gut machen. Und wenn diese Achse parallel ist zum Schlägerkopf, dann ist der Ball fehlerfrei getroffen. So einfach ist das. Und die alte Methode, die schwingt auf einem Oval und wir sind näher an einem Kreis wie an einem Oval. Und deshalb ist unsere Methode einfach schon per se besser. Also, du kannst nie fehlerfrei sein, wenn du im Balance folgst. Keine Chance. Imbalance ist der größte Feind von Wiederholbarkeit. Imbalance ist der größte Feind von Zielpräzision. Da brauchst du einen Jäger fragen und frag ihn mal, ob er hin und her wackelt und eine Kuh trifft. Er trifft sie nicht. Zielsportarten folgen Core-Balance. Also das ist ganz wichtig und wir haben das Glück, dass wir, es ist wirklich Glück, viele Sachen haben wir. Die sind ja aus dieser Korrektheit heraus, aus dieser Wahrheit, aus dieser Gesundheit heraus entstanden. Die haben sich ja ergeben. Ich habe gestern jemand erzählt, dass wir lange nicht gewusst haben, dass auch das Schulterkugelgelenk bei uns korrekt behandelt wird. Also das Überdehnen, um den passiven Leckwinkel einzunehmen oder den Leckwinkel passiv einzunehmen, das gibt es bei uns nicht. Und bei uns wird der Leckwinkel im Rückschwung aktiv, bewusst gesetzt, aber nicht, weil wir jetzt überdehnen, Schulterkugelgelenk überdehnen. Bei uns ist der Becken-Oberkörperwinkel definiert und auch der Schulter-Armwinkel, also linker Arm beim Rechtshänder. Und das ist gesund. Ja, wenn ich den bei 45 Grad lasse, ist das gesund. Dann kann ich einen Leckwinkel von 90 Grad haben, dann passt das. Also bei uns passen die Dinge ineinander. Das ist eigentlich ein Vorteil und deshalb ist unser System wertig. Das ist nicht billig, das ist wertig, das ist wertvoll. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass der Turning Shoe wiederum auf den Markt kommen wird. Er ist ja noch auf dem Markt, aber dass er wirklich den ganzen Schuhmarkt ersetzen wird, der ist natürlich ein bisschen schwerer im Gewicht. Ja, Frank, wird er jetzt leichter? Dann sage ich, du, jedes Gramm ist wert. Also warum muss der stabil sein? Weil wir dort unfassbare Kräfte, also ich glaube 600 Newtonmeter ableiten. Also die Torsionskraft, nachdem der Ball getroffen wird, liegt ungefähr bei 600 Newtonmeter. Das müssen wir ableiten.
Und die leitet dieser Turning Shoe, nachdem der Ball getroffen hat. Also überhaupt nichts mit der Golfbiomechanik zu tun. Fast zu 100% ab. Also bedenkenlos. Und das ist ein Geniestreich. Ja, habe ich ja nicht allein entwickelt, sondern die Andrea. Und das sieht man, wie toll wir uns da ergänzen, weil wir sehr, sehr viel, auch die Methode. Also das ist nicht alles allein auf meinem Mist gewachsen. Die Andrea hat mindestens den gleichen Anteil wie ich. Und der Professor Ebersbecher und einige Ärzte haben auch Anteile daran, weil wir interdisziplinär arbeiten. Also ich bin doch nicht allwissend, deswegen muss ich mich absoluten Experten bedienen. Andrea ist die Expertin für motorisches Training. Die kommt aus dem Turnen- und Leistungssport, die hat ganz genau gewusst, aha, für die und die Bewegung können wir 3D-präzises motorisches Training einsetzen. Das geht bei der anderen Methode gar nicht. Keine Chance. Ja, dort geht es nach Vormachen und Nachmachen und da gibt es so viele Teilbewegungen oder die Sportwissenschaft spricht von Freiheitsgraden. Ich mag Teilbewegungen als Begriff, weil ich das einfacher zählen kann, schneller zählen kann, einfacher zählen kann. Das genügt vollkommen. Und wenn es ein bisschen komplexer wird, also etwas mehr wie Nordic Walking oder Langlauf oder Joggen, dann müssen wir unser Hirn unterstützen, damit das Hirn über die Nerven an die Muskulatur Befehle senden kann. Nicht so kompliziert. Ja, also von der Seite aus, Wertigkeit ist was ganz Wichtiges für mich. Ja, sonst würde ich bei manchen Sachen die Hände hoch machen und anders denken. Ja, dann auch Schlägerbau. Auch der muss wertig sein. Für mich ist der klassische Schlägerbau noch nicht wertig. Ja, also dort gibt es, weil die alte Methode keine Koordinaten hergibt, dort gibt es keine Beziehung zwischen biomechanischen Koordinaten, die bei uns definiert sind, und Schlägergeometrie. Wie will denn der Schlägerbauer den Leihenkel definieren? Nach was? In welcher Bezug? Auf die Körpergröße? Oder? Mir hat mal ein Schlägerbauer, der ist mittlerweile insolvent gegangen, der hat zu mir gesagt, ja, weißt du, Frank, das gleiche ich mit Gewicht aus am Schlägerkopf. Und da habe ich gesagt, ich beende die Diskussion. So können wir nicht sprechen. Es ist nicht meine Aufgabe, dich auf mein Level zu bringen. Ja, also da werde ich dann böse, also innerlich böse. Ja, und von der Seite aus. Oder auch Offset. Also schauen Sie mal Ihren Treiber an. Die meisten guten Treiber. Also ich bin ja ein Callaway und TaylorMade-Fan. Auch Myra und alles Mögliche, da ist kein guter Treiber vorgebogen. Also das, die Vorbeugung nennt man Offset. Das sind perfekte Schläger, absolut. Sind oftmals die Griffe zu dünn, aber das ist ein anderes Thema. Bei den Eisen haben wir aber Vorbeugung. Warum? Frage ich immer, wenn ich auf irgendeiner Schulung bin und sage, hey, warum habt ihr Offset in dem, wie ist der? Das geben die mittlerweile gar nicht mehr so richtig bekannt. Aber Offset haben die, wurde mir schon mehrfach gesagt, ob das in Amerika war oder hier in Europa. Die Leute hätten so einen beschissenen Golfschwung, dass man denen ein bisschen Offset geben muss. Und dann sage ich immer, ja, wenn die den Ball gut treffen, was ist dann? Aha, ah ja, dann ist der, dann out of bounds. Tschüss, dann geht der Ball ins Aus oder out of bounds oder ins Raff. Und so kann ich nicht denken. Ich muss nach Ablauf Prozessmaßstäben denken und nach bestmöglicher Qualität. Und jetzt kommt ein Oberwitz, also das Lustige an dem Thema. Man denkt, könnte ja jetzt meinen, das wäre viel schwerer. Nein, wenn man Chorbalance folgt, habe ich 31 Teilbewegungen weniger. Wenn man Core-Balance-Release folgt, kann ich Neurokognition umsetzen. Das geht im alten System nicht. Ja, ich habe es gestern, glaube ich, im Video gesagt. Wir sind mal auf einen Professor für Sportwissenschaft getroffen, Professor Doktor. Der hat von Golf keine Ahnung. Der hat auch der spielt nicht Golf und so weiter. Und der dachte, man kann mit Memory spielen, den Schwung schulen.
Hallo, das ist ganzheitlich, das geht nicht. Ich brauche 3D-Koordinaten. Also da gibt es auch Verirrungen. Und von der Seite aus müssen die Abläufe, was man macht, wertig sein. Und wenn sie halt nicht wertig sind und die Leute stimmen ja mit den Füßen ab, dann gehen die halt nicht mehr zum Golfunterricht. Ich hatte jetzt wieder eine Schülerin oder einen Schüler, der sagt, ich gehe gar nicht mehr ins Golfunterricht. Es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts. Also das erfahren die Leute nach kürzester Zeit. Was kannst du mir bieten? Dann habe ich jetzt jemanden gehabt, der hat gesagt, mein Golflehrer, der sagt zu meinem Schwung, warm, kalt, lauwarm. So ist die Bewertung. Leute, das sind die Folgen, wenn ich keine 3D-Bewegungsstruktur habe. Das sind keine schlechten Leute. Ich mag den einen, ja, der mit dem kalt-warm. Ja, also das ist eigentlich ein einfacher, netter Kerl. Wir sind zusammen im Prinzip so ein bisschen aufgewachsen. Aber so kann ich doch nicht unterrichten. Also man muss wissen, ob man ganzheitlich oder teilmethodisch unterrichtet, den Golfschwung. Wir unterrichten den vollen Schwung teilmethodisch, weil ganzheitlich ist völlig unmöglich. Dann muss man wissen, folge ich Imbalance oder folge ich Chorbalance? Also das ist da gibt es Leute, die verkaufen Bodenreaktionsmessplatten und die sagen, ja, weil der so und so und so und so Imbalance folge, ist Imbalance richtig. Nein, Imbalance ist falsch, weil mit Imbalance habe ich temporär blockierte Muskulatur. Mit Imbalance entkopple ich Rotationsachsen. Mit Imbalance, das ist eigentlich die Ursache für dieses dynamische Einnehmen vom Hohlkreuz. Beim Hohlkreuz quetsche ich meine Bandscheiben ein. Jetzt hat ich will nicht sagen, dass es Kollegen sind, aber die haben einen trainiert, den Will Zalantos oder wie der heißt. Der hat jetzt Wirbelsäulenoperation gehabt und dann sagt sein Athletiktrainer, ist mir klar, dass du im Prinzip da Bandscheibenvorfall kriegst, so wie du dich bewegst. Warum hat er das denn nicht vor 5 Jahren gesagt? Also die versuchen, ihre eigenen Fehler zu rechtfertigen. Und da ist halt die Zeit so schade, da ist im Prinzip der Schüler, dem Schüler seine Zeit, der Respekt vor dem Schüler und auch die Achtung vor dem Geld, was er zahlt, das geht ja gar nicht. Also von der Thematik her finde ich das interessant. Und dann nochmal zurückzukommen zu dem Tierquäler, den lässt man auf Kinder los. Also das geht gar nicht. Ja, also den würde ich auf den Mond schießen, Tierquäler sowieso. Aber wenn doch einer Tiere quält, wie kann der dann mit Kindern gut umgehen? Das sind doch, da gibt es doch keine Schnittmengen. Es geht nicht. Ja, wer nicht gut zu Tieren ist, ist auch nicht gut zu Kindern. Also in dem Sinne, alles, was wir im Prinzip machen, ist wertig. Wertig ist das. Das ist eigentlich das Prinzip, auf dem wir alles aufbauen. Deshalb lasse ich auch alles doppelt prüfen. Also ich habe jetzt keine Angst oder so, ich bin mir meiner Sache schon sicher, aber ich lasse es trotzdem doppelt prüfen. Ich war mal bei einem hohen Funktionär von R&A, also Royal and Angel in St. Andrews, ja, das Geld hätte ich mir sparen können. Und der sagte dann, Frank, ein Ball kann man auch beeinflussen, nachdem er schon vom das Schlägerblatt verlassen hat. Und dann habe ich gesagt, da höre ich auf. Da höre ich, beende ich mit dir jegliche Kommunikation. Hat überhaupt gar keinen Wert. Also so eine Verschwörung gibt es nicht. Mein Gut, ich habe es dann lustig rübergebracht. Ich habe gesagt, ja, das gibt es vielleicht bei euch im Land des Harry Potters mit Zauberstab und so weiter, aber auf Kontinentaleuropa gibt es das nicht. Ich habe aber dann trotzdem meinen Physikfreund angerufen und er hat gesagt, der spinnt. Also der ist verstrahlt. Ja, also von der Seite aus müssen Abläufe wertig sein. Man muss nicht alles wissen. Also ich weiß nicht alles, aber ich gehe dann her und schäme mich nicht, wenn ich fragen muss. Ich lerne jeden Tag Neues dazu. Und letztendlich geht es um den Golfer und das sehe ich aktuell, ich sehe nicht schwarz, aber die Verbände zerstören den Golfsport massiv, weil sie Kinder dazu zwingen, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Das ist mal ein Satz, an dem
diese ganzen Sportrechtsexperten sich mal die Zähne ausbeißen können. Und schaut doch mal an die Statuten vom IOC hin. Ihr dürft nicht pathologische Biomechanik in euren Tagesablauf einsetzen. Okay. Also von der Seite aus letztendlich geht es darum, dass man seine Zeit nicht verschleudert, sein Geld nicht verschleudert und dass man viel Spaß auf dem Golfplatz hat. Und wenn du halt der alten Methode folgst, du kannst keinen Spaß haben. Es geht nicht. Keine Chance. Du musst depressiv sein. Du musst dich ärgern. Und wenn du nicht weißt, was du machst, dann ärgerst du dich. Wenn du keinen Bewegungsplan hast, wo du danach trainieren kannst, wenn du kein funktionales Athletiktraining. Also ich habe heute Morgen jetzt um 7 ein bisschen Athletiktraining gemacht. Hey, ich schaffe es, also 20 Minuten reichen. Und ich habe bestimmt also 12 oder 13 Übungen für Muskelverlängerungen und 3 Kraftübungen gemacht. Ich wechsle dann die Kraft immer durch. Ich will ja keinen Muskelzuwachs. Interessiert mich nicht. Sondern ich will im Prinzip, mein Bench ist mit dem Pitch 83 Meilen zu schlagen. Und dann brauche ich doch nicht mehr Kraft. Warum brauche ich mehr Kraft, wenn ich wie die Kraft, die ausreicht, um 83 Meilen zu schlagen? Gut, ich bin jetzt gestern, habe ich noch eine Stunde Cardio gemacht. Auch ganz, ganz easy, ja, im Sauerstoffmodus. Mein Jugendfreund, der sagt, er fährt mit dem Fahrrad von Pforzheim auf den Aussichtsturm. Dann sage ich, Junge, dann ist dein Puls bei 180. Aha, ja, hast recht. Dann sage ich, das geht aufs Herz. Ja, hast recht. Dann sage ich, das geht auf die Herzklappen. Ja, hast recht. Und das wäre es mir nicht wert. Hol dir ein E-Bike, kannst deinen Puls im Steady State kontrollieren. Und so sind wir gut strukturiert. Und dann haben wir natürlich auch Ernährungsbücher geschrieben. Ja, weil wir Biohacking folgen. Es hat gestern einer gesagt, er hält nichts von Biohacking und von Yoga. Aber ich halte was davon. Er kann ja machen, was er will, ist ja mir egal. Darf er ja machen. Ja? Darf er doch machen. Ja? Also, der braucht ja auch Emotionen beim Autofahren. Brauche ich auch nicht. Ich will von A nach B kommen. Aber bei der Ernährung ist es so, wenn ich doch irgendetwas verbessern kann, und wenn es dann auch noch lecker schmeckt und wenn ich dann noch meinem Körper was Gutes tue, statt ihm zu schaden, dann verhalte ich mich doch überlegen. Dann verhalte ich mich doch nicht wie ein Vollidiot, sondern überlegen. Und das kann jeder für sich selber entscheiden. Also Erwachsene, alle, die über 18 Jahre alt sind, sind selbstbestimmt. Die können auch 5 Liter Tetrapack Alkohol trinken. Ist vollkommen egal. Ja, spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber Kinder und Schutzbefohlene dürfen nicht mit der Share-Methode konfrontiert werden, weil das führt zu Mikrotraumas. Und das ist belegt, ja, meine Freunde. Und aus dieser Nummer rauszukommen, das geht doch fast gar nicht. Also wenn ich mal sehe, da gibt es jetzt in England, die werden ja mit Geld zugeschüttet, um das Verletzungsrisiko zu verstecken, was die Zufallsschere-Imbalance-Methode mit sich bringt. Wie will denn der, netter Mann, ich mag ihn, wir haben uns getroffen, wir haben nett miteinander unterhalten, wir haben uns nicht geschlägert, sondern nett unterhalten. Ich habe mich noch nie in meinem Leben geschlägert. Wie will denn der belegen, dass 400% Scherkräfte gesund sind? Wie will er denn das herstellen? Und gesund ist ein mathematischer Begriff. Also wenn ich jetzt laufe, ist das gesund. Wenn ich jetzt die frische Natur oder die schöne Natur anschaue, ist das gesund. Wenn mich das Grün an für sich beruhigt, ist das gesund. Aber wenn die Biomechanik gesundheitsschädlich ist, dann ist Golf gesundheitsschädlich. Das ist mathematisch. 1 mal plus 1 mal minus 1 ist halt minus 1. So einfach ist das. Wie will man das widerlegen? Da muss man also schon, da wird es gefährlich. Und da werde ich auch nicht so arg tolerant sein. Das werde ich verfolgen müssen. Also das kann ich nicht dulden, wenn im Prinzip dort irgendjemand hergeht
und dann ein Fachpaper veröffentlichen sollte, wo drin steht, 400% Scherkräfte sind gesund. Dann wird's blöd. Also das hoffe ich, dass sich das niemand traut, und ich kann es niemand empfehlen, die Wissenschaft zu verfälschen, also die Faktenlage zu verfälschen, weil 400% Scherkräfte, also wenn jemand, ein Kind 50 Kilo wiegt, dann wären das 200 Kilo, also Newtonmeter, gegen das Kniegelenk. Wo geht denn die Kraft hin? Hallo? Also, das Einfachste und ohne Anstrengung cancelt die Zufallsschere Imbalance-Methode für Kinder im Jugendgolf, bei Jugendturnieren, und ersetzt das mit Core Balance Free Release und lasst euch auf Core Balance Free Release zertifizieren. Bildet eure Trainer aus auf Core Balance Free Release. Das ist das Einfachste, was man tun kann. In dem Sinne, an diesem bisschen verregneten Sonntag, alles Gute. Mein Name ist Frank Rollinger, ich bin Golfmethodenentwickler.